glaube, ich muss gerade nochmal Regen und Tag. So die beiden gängigsten Befehle. Genau, jetzt haben wir schönes Wetter, wenn wir hier rauskommen. So ist es auch toll. Und dann geht es jetzt hier mit dem Geschnetzel weiter. Nochmal für alle Tierfreunde, bitte nochmal wegschauen. Es geht bald weiter mit dem regulären Let's Play. Okay, es war jetzt nicht so viel, muss ich zugeben. Mal gucken, 36. Naja, ich hole noch mal kurz ein Schwert. Das ist ja dann immer noch so relativ viele. Halt, zumachen. Und es soll ja auch wieder Nachwuchs kommen. Man merkt schon, es ist sehr, sehr viel, was man hier macht, einfach nur um XP zu bekommen. Aber zum Leveln ist das, oder zum Zaubern später ist das natürlich sehr gut. So. Ich sag einfach jetzt hier nochmal so la 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 la. Einige Tiere, die direkt umfallen, sind natürlich auch altersschwach. Es liegt nicht daran, dass ich die schon mal geschlagen habe beim letzten Mal. Nein, die sind wirklich altersschwach und die erlösen wir dann auch. Das muss man ja sagen, die erlösen wir. Denen geht es dann einfach besser danach. Das ist einfach gängige Praxis. Das ist so wie der Gnadenschuss quasi, nur halt mit dem Schwert in den Kopf oder in andere Körper. Regionen, ja, ich habe gerade ein Telefon gehört, das ist auch ganz toll. Ich hoffe, dass es nicht für mich ist, denn ich habe gerade zu tun. So, ich hole gleich das, was mir gerade weggeschmissen haben. Ich glaube, es waren Stickies, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich muss gerade erstmal unsere Ausbeute, diese immense Fleischmasse, wieder woanders hinbringen. Wenn ich das alles noch brate, dann gibt es nochmal 300 mal mehr XP. Das ist natürlich... Ich meine, gut, im Endeffekt, das Schlachten lohnt sich am meisten, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir hier Nahrungsnot hätten. Ganz im Gegenteil, ich habe hier eher eine zu volle Kiste. Und ich kenne jemanden, der auf jeden Fall mal wieder losziehen sollte, ah ja, fortpflanzen, der mal wieder losziehen sollte und Kohle abbauen sollte. Denn Schweine technisch, ja, so viele ist es gar nicht mehr. Also, Schweintechnisch, Kohletechnisch, also kann man ruhig mal wieder... 2-3 Stacks Kohle könnte man schon mal langsam wieder gebrauchen. So, einfach nur zur Absicherung. Nicht jetzt irgendwie aus anderen Gründen, einfach nur zur Absicherung. So, du und du. Ich mach das Schwert jetzt mal nicht alle. Ich hole jetzt einfach mal Karotten und dann gibt's hier wieder Nachwuchs. Ganz viel Nachwuchs. Na kommt, alle her. Oh, jetzt muss ich auch mal was fressen, ey. So. Du. Los, alle Nachwuchs, Nachwuchs. Der Nachwuchs ruft. Alle mal her damit. Lass ruhig mal ein bisschen loslegen hier. Dass das Gehege bald wieder so schön und voll ist wie damals, also vor 5 Minuten oder 10 Minuten. Ja gut, ich denke, die sind soweit gerade alle bedient. Genau, und da haben wir jetzt auch wieder ganz viele Jungtiere, die dann das Gehege bald wieder bevölkern. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, auf zu den Hasen. Auf zu den Hasen. Genau, hier haben wir jetzt noch Schafe. Freue ich mich immer noch ganz dolle darüber, dass wir hier Schafe haben. Ich muss... Ah, hier unter Baum ist gewachsen. Ist der hier vorne auch schon? Nee. Ah, hier ist es schön mit so einem Baum einfach mal noch drin. Es lockert auf einfach. Genau, hier haben wir momentan 4 Schafe. Ja, genau, das sind die anderen beiden. Und auch mit den 2 Eingängen, das ist gar nicht so übel. Gut, von der Baum, da muss bei Gelegenheit mal noch ein bisschen wachsen. Da drüben kann dann auch noch mal was hin, aber hier, da muss auch noch ein bisschen... Muss auch noch mal ein bisschen Terraforming gemacht werden. Aber erstmal... erstmal kümmere ich mich gerade um Hasen. Erde habe ich dann auch wieder ein bisschen was für Terraforming, auch gut. So, genau, Hasen. Ich hoffe, die kann man mit Karotten anlocken, es würde mich sehr freuen. Okay, die kann man wirklich mit Karotten anlocken. Hey Leute, ich habe Karotten! Wuhu! Alle mal mitkommen! Ah ja, oh wie süß! Kommen die hier? Die kommen alle hinterher. Geil!
Genau, da haben wir jetzt bald noch eine Hasenzucht, die wir hier aufmachen können. Will Nummer 4 nicht? Nee, Nummer 4 will, glaube ich, nicht. So, hallo Freunde. Oh. Oh, oh, wie süß. Oh, ist das putzig. Kleine Hasenbabys. Oh, wie knuffig. Zum Knuddeln. Gut, später dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt so das Knuddeln, aber im Moment auf jeden Fall sehr süß. Okay, Baum hier vorne. Wieso willst du nicht wachsen? Willst du mich ärgern? Dann sag's bitte. Dann schmeiße ich dich gleich raus. Ich glaube, wir haben halt wirklich keine Knochen mehr. Das ärgert mich so ein bisschen. Ich könnte ja hier auch mal so ein bisschen so... Zack, so ein bisschen Andesit und dann hier so Erde so. So. Machen wir hier einfach mal so ein bisschen dicht das Ganze. Setzen mal eine Fackel rein, damit ich nicht so viel Erde wieder vergeuden muss. So. Gut, den hier nicht, aber den hier. So. Genau. Und dann haben wir jetzt hier das auch schon mal so ein bisschen schön angeglichen. Auf jeden Fall deutlich schöner als vorher. Und hier, das wird dann auch alles noch grün. Ah, und der Baum ist auch gewachsen. Da haben wir jetzt hier, haben wir halt wirklich überall mal so ein bisschen, so eine grüne Oase drin. Das gehört auch mal dazu. Man kann nicht immer nur so strikt alles bauen. Einfach auch mal so ein kleiner grüner Flecken drin. Hat auch mal so seine schönen Seiten. Wir sind ja auch sowieso eigentlich, oder später vielleicht mal mitten im Wald, wenn ich hier drüben alles noch zubaue. Okay, wir haben jetzt Hasen. Was wollte ich noch tun? Ich wollte in die Mine gehen. Ich laufe jetzt hier gerade mal normal. Ne, Ernten mache ich jetzt nicht. Genau, hier können wir jetzt nochmal kurz gucken. Jetzt sind die Ranken schon ein bisschen gewachsen. Also ich muss wirklich sagen, der Platz hier gefällt mir ausnehmend gut. Es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Gut, hier die Seite ist mir ein bisschen zu wenig Dunkeleiche. Geht aber trotzdem. Also ist nicht, dass ich jetzt sage, es ist scheiße. Das kann man auch machen. Ich weiß halt noch nicht genau hier vorne. Ich hole dann später übrigens noch die Kiste von hinten, keine Sorge. Hier möchte ich ja dann noch so ein bisschen vorgartenmäßig was bauen. Zumindest hier, wo ich jetzt hier schon angefangen habe wegzumachen. Auch so ein bisschen in den Hügel rein. Da wird dann auch nochmal so ein bisschen angeglichen später. Hier vielleicht auch mal ein Teich oder so. Ich weiß es noch nicht. Das wird dann auch nochmal ein Thema bei mir. Dieser kleine Garten, den ich hier bauen möchte. Ich denke, der wird dann auch hier nochmal so durch einen kleinen Hügel mit abgegrenzt werden. So, hier. Genau, die beiden Bäume hier unter Naturschutz, einfach weil die sehr schön sind. Steht auch hier nochmal dran, die beiden Bäume stehen unter Naturschutz. Weil ich hätte die hier wirklich gerne erhalten. Das ist so ein bisschen charakteristisch, gefällt mir. Okay. Genau, jetzt bereiten wir uns auf eine wunderschöne Minentour vor. Und da würde ich erstmal sagen, nahrungstechnisch. Können die Karotten rein, können die Eier rein, können die Eier rein. Warum haben wir da auch schon ganz schön viele? Leder. Leder. Tue ich erstmal da oben rein. Nee, hier. Ne, das war das Fleisch, das brauche ich. Leder. Natur und der eine Weizensamen hier nochmal. Naturtechnisch. Die Blumen, Nahrung, Fleisch. Ein paar Blöcke habe ich noch rumliegen. Ein bisschen was davon. Der Rest, den Koppel hier mal. Der Rest noch oben ein bisschen was. Hier. Zack, zack. Okay, ein bisschen was hier drüben. Ich mache gleich gerade nochmal, wenn ich schon mal da bin, mache ich gerade noch Fackeln. So 32, damit können wir uns ein ganzes Stück dort unten rumtreiben.
Ich nehme nochmal. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, das sollte reichen. Nochmal 5 Kohle. Das ist in Ordnung. Ich hau hier einfach gerade mal das Schwert rein. Und mal gucken, hier drüben kann ich jetzt vielleicht einfach mal noch ein bisschen was ablegen. Das. Schere nehme ich mal mit. Ich nehme auch nochmal 2 Eimer mit. Die mache ich gerade nochmal voll. Gut, ich hoffe, dass jetzt ja gerade mal kein Monster kommt. Bei hier drüben fehlt nur eine Fackel. Hier muss es noch ein bisschen heller werden. Genauso auch hier. So. Dann vielleicht eigentlich auch einfach nochmal so dahin. Und so dahin. Und hier auf diese freie Gartenfläche. Da kann auch nochmal so ein paar Fackeln drauf gebaut werden. Okay. Okay, Wasser habe ich immer noch nicht. Das zeugt von meiner qualitativ hochwertigen Denkstruktur. Okay, jetzt sollten wir eigentlich alles haben, soweit, ja. Würde ich sagen, gehen wir mal los, fangen wir mal los und bauen ab, was das Zeug hält. Genau, das ist hier schon das erste Gleis, das geht bei mir in die Mine runter. Hui! Ich habe hier einfach gerade nach unten. Es war mir scheißegal, wo ich rauskomme. Ich wollte einfach nur hier unten ankommen. So. Gucken, ist hier gerade noch irgendwas drin? Nee, hier auch nicht. Außer jetzt die Kohle natürlich. Und hier sieht man auch schon, auf der Map sehe ich es nicht, ne? Nee. Den Langgang, den hat Soma gegraben. Den da runter hier, den, ich kann es gerade schlecht zeigen, den, der relativ weit unten ist, der so quer geht und ein bisschen breiter ist vielleicht. Micha, das weiß ich nicht genau. Und hier dieses Muster. Hier so das Muster, das habe ich gemacht, weil ich einfach der Meinung bin, dass es sehr effektiv ist. Und dann machen wir jetzt erstmal paar Spitzhacken. Ich muss sagen, hier nehme ich auch das Eisen dann gerne mal. Einfach weil es ja auch zum Koppel abbauen und so schneller geht. Ansonsten hätte ich da vielleicht gar keinen Bock zu. Weil ich ja auch wirklich relativ hohe Gänge baue, um vielleicht nochmal so den ein oder anderen Redstone oder so mehr mitzunehmen. Oder jetzt halt hier den Kies. Gucken, wir haben jetzt hier 3, das ist Nummer 4. Aber hier geht es jetzt schon los mit Lapis Lazuli. Und hier muss jetzt natürlich auch das ein bisschen weg. Okay, da oben haben wir soweit nichts liegen. Ich hätte hier... Oh, ich würde gerne erstmal 15, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 10, 11, 12. Okay, Rotstein. Genau, hier ist ja auch dann noch so die Schlucht und das Ganze. Vielleicht gaben wir uns da ja auch aus Versehen rein, man weiß es noch nicht. Da könnte ich dann vielleicht sogar ein bisschen... Ah ja. Mal ganz kurz. Dahin sind die am... Alter Verwalter, ist ja viel. Alter Verwalter. Alter, leck mich fett. Boah, Heilige. Ist das hier... Boah. Oh, ist das geil. Okay, die Diamanten holen wir uns, aber erstmal ruhig bleiben, ruhig blutbrauner oder weißer. Ich mache hier keine Unterschiede. Und dann erst einmal das alles hier raushauen. Okay, da habe ich definitiv mal was Schönes zum Erkunden. Oh oh. Ich will dort gerne einen Koppel hinsetzen, Mann.
Ah, okay. Dann halt dort. Oh oh. Nicht gut. Schön zu wissen, dass der ganze Untergrund hier mit Lava durchsetzt ist. Das gibt mir Hoffnung.